Dies sind nur einige der Bilder des bekannten Fotografen Alberto Ceolan aus Salurn, einem also, der es gewohnt ist, an Grenzen zu leben. Gerade diese Grenzen sind es, die durch die Fotos von Ceolan überwunden, ja fast ausgelöscht werden. Sie sind nun in einem Band vereint worden, der den Emotionen Ausdruck verleiht, welche die Landschaft und Menschen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino erwecken. Es handelt sich um eine Initiative der Oregio, einer Zusammenarbeit von Bozen, Trient und Innsbruck also. 650 Seiten, über 1000 Fotos, dies die Zahlen des beeindruckenden Werkes Terra in Montanis. Die Europaregion Tirol darf nicht nur irgendwie ein toter Buchstabe sein. Sie muss auch mit Leben erfüllt werden. Wir müssen zeigen, dass wir heute die Möglichkeit haben, über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Aber wir müssen vor allem auch die Bürger mitziehen, die Bürger begeistern. Wir müssen den Bürgern vor allem auch zeigen, dass wir ein schönes Land haben. Und deswegen müssen wir es immer wieder auch präsentieren. Wir müssen das den Leuten sagen, dass sie unsere schöne Landschaft, aber auch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Eigenarten irgendwie schätzen müssen. Und ich glaube, dass hier ein Fotograf der beste Botschafter ist. Vor allem ein Fotograf, der mit Kopf und Herz und Augen das Land präsentiert. Und ich glaube, Ceolan war in der Lage, dies zu tun. Dieses Buch ist sicher ein guter Botschafter für unser Land. Es ist nicht notwendig, weit zu reisen, um einmalige Schätze zu finden, meint Alberto Ceolan. Oft reicht es aus, die Dinge, die uns umgeben, mit neuen Augen zu betrachten. Terra in Montanis soll aber nicht nur der Betrachtung dienen, sondern gleichzeitig eine Einladung für alle sein, die in der Oregio, in Tirol, Südtirol und dem Trentino leben. Eine Einladung, das eigene Land und seine Naturschönheiten zu entdecken oder wiederzuentdecken. Gleichzeitig mit der Buchvorstellung ist auch eine Fotoausstellung im Eingang der EURAC eröffnet worden, die dort bis zum 9. Juli besichtigt werden kann. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.